Im November 2022 war es endlich soweit. Bosch veröffentlichte ein neues Update für das Kiox 300 System und das beste Feature daran, meiner Meinung nach, war die Navigation. Ihr könnt eure Routen von Komoot direkt im Display des Kiox 300 implementieren. Doch wie geht das und wie gut funktioniert das? Das habe ich einmal für euch getestet. Ihr öffnet am PC Komoot und geht auf Routenplaner. Anschließend wählt ihr eure Sportart. Auf der Karte wählt ihr ein Ziel und fügt es der Route hinzu. Wählt einen anderen Punkt und setzt diesen als Ziel. Die magisch erschienene blaue Linie ist eure Route. Für Unzufriedene Linksklick gedrückt halten und anschließend die Route auf den Punkt ziehen, wo man langfahren möchte. Ihr könnt ein Trail auch direkt anklicken und ihn der Route hinzufügen. So ist der gesamte Trail lila markiert auf der Route und ihr könnt euch sicher sein, dass der richtige Trail drin ist. Jetzt ist es nur noch ein kleiner Schritt in der Bosch Flow App. Dazu geht ihr auf Fahrten, wo ihr die Routen aus eurem Komoot-Profil sehen könnt. Ihr wählt die Route aus, die ihr heute fahren wollt und geht auf Los. Im Kiox 300 Display seht ihr nun eine Linie, in welche Richtung ihr fahren sollt. Und der Spaß beginnt. Wie das Ganze aussieht in der Praxis, seht ihr jetzt. Let's go! Ja, hat er gebremst. Nicht der, wo man es nicht sollte. War das jetzt neu oder bist du schon mal gefahren? Du, ich habe das in Komoot, habe ich das einfach angeklickt. Ich habe keine Ahnung, was hier kommt. Dann ist das eigentlich ganz nett. Ja. Erstes Fazit ist auf jeden Fall, es wird nur die Strecke angezeigt, die man geplant hat. Es werden nicht die anderen Wege angezeigt, so dass, wenn es links rum geht, es auch sehr gerne mal sein kann, dass man sich verfährt. Das könnte man deutlich besser machen. Auch für uns schon vertraut vorkommenden Trails ging es dann
der Komoot-Richtung weiter. Ich muss schon sagen, für Tways ist die Navigation echt nicht top geeignet. Ich denke mal, so auf Touren oder im Straßenverkehr ist das ein geiles Feature. Aber ich denke, Garmin oder Sigma oder wie sie alle heißen, sind da schon ein bisschen besser geeignet für uns auf dem Mountainbike. Willkommen im Komoot-Abenteuer. Das ist leider auch immer ein Punkt. Es werden dir Wege angezeigt, Routen angezeigt, die nicht wirklich mehr vorhanden sind, wo der Harvester durchgepflügt ist, alles Mögliche. Deshalb, was ich festgestellt habe, je offizieller der Trail, desto besser. Also, von daher, das hat aber jetzt nichts mit der eigentlichen Navigation zu tun. Right on. Schlussendlich haben wir die Trails vom guten Thomas von den Sons of Battery dann doch noch gefunden. Und bevor jemand fragt, ich bin bei irgendwelchen Einstellungen auf Rocksteady draufgekommen und das hat leider die Bildstabilisierung ruiniert. Es tut mir echt leid, in den nächsten Videos wird das nicht vorkommen. Hoffentlich. Hoch auf Komoot und die Zuverlässigkeit. Fahr vor und ich nehme dich auf. Da die Sonne langsam unterging, ging es für uns dann auch Richtung die Heimat. Zum Glück hatte ich ja die Route drin und wir hatten dann noch so einen richtig schönen, schnellen Flowing Trail mit ein bisschen Vorfall. We'll be right back.
Schlussendlich habe ich angehalten und der Hund hat bekommen, was er wollte, dass ich anhalte. Ich dachte, er wäre angelangt gewesen und ich hätte den Bogen fahren können, aber dem war nicht so. Was sage ich aber nun zur Kiox 300 Navigation? Nun, ich muss ehrlich sagen, für uns Mountainbiker nicht das Optimum. Aber Leute, ihr kriegt dieses Update kostenlos. Ihr müsst keinen Aufpreis bezahlen, deshalb probiert es gerne aus. Für Touren und Cityfahrer ist das echt schön.